stehen so hintereinander. Wir wiegen zusammen 14 Tonnen. Die Reifen müssen unterschiedlich oder angekommen. Jetzt kommt das Team Fiat um die Ecke. Also 300 PS an den Seilen und Ketten. Ich sehe von ihm mal, wenn das Seil strömt ist. Und dann geht's. Wir können auch zusammen tanzen, oder? 47, 83. Und der Mann, der hinten gut Karten spielen kann, ist Volker Breitschat. Und auf geht's. Favorit 5,12 und ein 5,14 hinterher. Also rund 260 PS. 47,83 Meter haben eben die Vierte gewackelt. Und 49,83 die alten ILCs schon weggelegt. Dann mal los. Ja, weiter. Ihr könnt anhalten, ihr habt den ersten. 52,12 Meter. Für Schlüter und Breitschat. Und dahinter der Timo Kuhnert, Nils Kruse. Und zum Schluss die Lokaljungs. Kommt davon, wenn man beim Essen fährt, kein Quatsch beim Fahren ist. Matthias Michel. Platz 2 mit 49,89 Meter war das IAC-Team Timo Kuhnert und Nils Kruse. Und Platz 1 mit 52,12 Meter geht an die 500er Fahrer, an den 500er Club, Volker Breitschat und Ralf Schlüter. Es ist der absolute Wahnsinn. Einmal ein paar Bilder für die Presse. Gott sei Dank, der hat noch Bänder. Aber die grüne Bulle, die passt gut zu unserem Schlepper. Herzlichen Glückwunsch. Jo, danke. Vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ja, das war's, ne? Sonnencreme hat gelangt. Regenschirm brauchen wir heute nicht. Hätte man ja kaum gedacht vor 14 Tagen, dass wir nochmal so eine Knallhalle fahren.